die Al-Ghiba, der Prophet sagte, Dhikruka akhaka bima yakrah. Das ist die Ghiba. Dass du deinen Bruder erwähnst mit etwas, das ihm unwohl ist, das ihm missfällt. Dass du ihn erwähnst, also über ihn sprichst, dass du über ihn sprichst auf eine Art und Weise oder indem du etwas erwähnst, was ihm missfällt. Das ist die Riba. Dann sagte einer der Anwesenden, und was ist, wenn das, was ich über ihn sage, tatsächlich in ihm vorhanden ist? Gesandter Allahs, dann sagte er, wenn das tatsächlich in ihm vorhanden ist, dann ist es die Riba. Und wenn es nicht in ihm vorhanden ist, dann ist es Buhtan. Was heißt das auf Deutsch? Verleugnung. Naam. Daher, die Riba beschränkt sich nicht nur auf Defizite. Also was missfällt denn einem Menschen? Wenn du ihn mit lobenswerten Dingen erwähnst, sondern wenn du ihn mit seinen Defiziten erwähnst, sahih. Und die Defizite beschränken sich nicht nur auf die Religion. Also die Defizite können in der Religion sein, sie können im Aussehen sein, sie können in der Kleidung sein, sie können in der Familie sein, ja. Sie können, im Aussehen habe ich gesagt, diese vier Dinge, hier können die Defizite eines Menschen sein. Und egal, was du davon erwähnst, all dies ist eine Form der Riba, wenn du weißt, dass es ihm missfällt. Ja. Wie zum Beispiel, wenn er sagt in seinem Dien, das ist ein Fasiq. Ja. Er ist ein Fasiq. Oder er ist hochmütig. Der Chuluk, die Charaktereigenschaften gehören zum Dien. Oder er ist geizig. Er hat ein schlechtes Benehmen. Oder in seinem Aussehen, in Aussehen beispielsweise, was kann man da erwähnen? Er hat ein, ich weiß nicht, khair inshallah. In seiner Kleidung beispielsweise, er hat schmutzige Kleidung an. Ja. Der wäscht sich nie seine Kleidung. Und der hat das alles Riba. Oder er redet über seine Familie, sein Vater ist so und so, sein Vater und seine Mutter ist so und so. All dies gehört zur Riba, auch wenn du nicht direkt über ihn sprichst. Daher verbat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er verbat es, über die Toten von Badr, die in Badr getötet worden sind, sie zu beschimpfen, die Mushrikun. Warum? Sie haben, diese Mushrikun, die gestorben sind, sie haben Nachfahren oder sie haben Verwandte unter den Muslimen, die dadurch gekränkt werden können. Sahih. Egal, aber beispielsweise jemand ist gestorben, das war sein Vater. Und der Sohn ist Muslim. Und in seiner Anwesenheit beschimpft man ihn und spricht über ihn. Das kann ihn, das, auch wenn er Muschrik war, das kann den Muslim, kann ihn betreffen, sahih, kann ihn verletzen. Und daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es im Kitab al-Samt von Ibn Abi Dunya überliefert wird, wobei dieser Isnad Mursal ist, der Hadith ist Mursal, aber der Isnad ist sahih, im Hadith von Muhammad ibn Ali al-Baqir, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat es, die gefallenen Mushrikun von Badr zu beschimpfen. Er sagte, beschimpft sie nicht, denn das, was ihr über sie sagt, gelangt nicht zu ihnen. Sie hören das nicht. Also bringt es nichts, über sie zu sprechen. Und ihr kränkt damit die Lebendigen. Und daher auch im Hadith von Tirmidhi wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La tasubbul amwat, beschimpft nicht die Verstorbenen. Fatu'zul ahya. Denn ihr richtet damit Schaden an bei den Lebendigen. Oder ihr kränkt damit die Lebendigen. Na, طيب.
Also wir können grundsätzlich sagen, bei der Riba, alles wovon man, alles, jedes Wort, und die Riba beschränkt sich nicht nur auf Worte, die Riba kann auch mit Bewegungen, mit der Mimik und so weiter stattfinden. Aber jedenfalls alles, wovon man, womit man bezweckt, über jemanden abfällige Bewertungen über ihn abzugeben, ja, all dies fällt unter die Al-Riba.